Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Yay! Wir rasten hier mal ganz kurz. Verschwimmt hier alles und jetzt. Der ist noch da. Da liegen nur die Helme. Alles klar. Dann reisen wir mal zu dem Wächter des Abgrunds und gucken hier mal weiter. Mit ein bisschen mehr Belastbarkeit. Man kann es nicht schärfen. Man kann aber. Also, das ist. Ich glaube, das wäre so eine Mischwaffe. Da gibt es ja ganz viele so. Also, wenn ich jetzt quasi. Stärke und Geschicklichkeit gleichermaßen hochleveln würde. Sag mal, ich muss mal ganz kurz hier mein Kabel reparieren. So. Was. Glaube ich gar nicht mal. Ja, gut, mit dem Let's Play-Charakter, da könnte man jede Menge Blödsinn betreiben. Da können wir jetzt auch noch auf Stärke ein paar Pünktchen setzen. 40 Geschick und dann 40 Stärke. Ich weiß ja nicht mehr, wie lange das dauert. Und ich muss mir von dem Spiel noch den Season Pass kaufen. Oh, guck. Das ist der Abgrund. Habe ich. Ich habe Angst, wenn ich hier wieder gegen. Ich hasse Katakomben. Ah, ich wusste es. Ich hasse sowas, weil meistens sterben die Gegner nicht. Ach Gott, dies fallen mir jetzt erst auf. Na gut. Krieg ich Seelen? Ich habe keine Seelen bekommen. Ah! Ich wusste es! Jetzt habe ich Seelen bekommen. Was? Karthus Rot? Blutungseffekt. Ah, ja. Okay, hier kann ich nicht nach unten. Na dann. Wir gehen mal den regulären Weg. Ach, das gefällt mir jetzt schon gar nicht. Warum ist der unsichtbar? Okay. Ich schieße den dann unten einfach nochmal an. Dann ist der nochmal ein bisschen geschwächt. 7 Schaden. Krass. Hey! Ja, hör auf zu laggen, Spiel. Bitte. Alles klar, Bogenschützen-Duell gewonnen. Also, ich finde die Skelette hier nicht mal ansatzweise so schlimm wie in Dark Souls 1. Also da fand ich die Skelette schon zum Kotzen im ersten Teil. Langbogen. Oh. Hier, eine Falle.
Aha. Stopp mal. Gucken, 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 gucken. Okay. Sind wir unten. Alles klar. Da steht so ein großer. Nicht. Ja. Oh, Alter. So. Ah ja, Ninja, hm? Und er ist explodiert. Wurf Macheten. Alles klar, der wirft. Es leckt schon wieder. Ah. Ah, wie ich es wusste. Weil, gut, es hat auch grün geleuchtet. Ich habe keine Seelen bekommen. Das heißt, er steht wieder auf. Polierend von Gattus, alles klar. Ba, 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 ba. Oha. Drüben ist ein Item. Wo bin ich denn hier jetzt? Mhm. Okay. Hätte ich's gerochen. Ein scharfer Edelstein. Gegen zwei will ich nicht. Blutungsschaden. Ich muss die scheiß Leiter dann wahrscheinlich auch wieder nach oben. Hallo? Ah ja. Ah, komm ran hier, Bürschchen. Alter. Schön, dass ihr alle kleine Titanitschäden droppt. Das ist doch schon mal gut. Dann kann ich beim nächsten Mal... Ach, hier bin ich. Da ist ein Lizard. Hier stehen ganz viele Skelettos. Dann war ich da drüben. Dann geht es hier noch weiter. Da hinten ist noch ein Item. Auch nochmal kleine Titanitscherben. Hier. Nö, ich teste jetzt einfach mal aus. Na gut, hier war... Hier war schon was. Also... Bei dieser Art von Stein... Wir hätten wieder ein Level, fällt mir gerade so auf. Mhm. Ach so, alles klar. Wir sind jetzt den unteren Weg gegangen. Wenn wir da rüber gegangen sind, dann gehen wir jetzt von hier oben mal darüber. So. Na komm ran hier.
Hat er mich gerade gestaggert, die Sau? Lex. Okay, eine Seele. Das ist zu viel Schaden, wenn ich runterjump. Bumm. Okay. Können wir jetzt hier nach unten gehen oder hier den Weg weiter? Also gehen wir hier den Weg weiter. Und mal wieder einen Schluck trinken. Ich freue mich schon auf den ersten Nekromanten. Dass er alle wieder zum Leben erweckt. Oh, hello. How very fortunate. Hallo. Have you seen my companion, Horace? Nein. To my shame, I was snared by a trap and we've become separated. I've not been able to find him since. Yes, I see. Horace is a valiant knight. He can look after himself, no question. Is there a new buff? He's searching for me right now, with twice the resolve. If you happen upon him, please tell him alles klar. That I remain in the catacombs and will lay prism stones to guide him, as always. Please send him my word. I beg of you. May the flames guide your way. Okay. If you happen upon that Iron, will please may. Alles klar. Ich gebe mein Headset wieder aus. Es ist dumm. Ah. Blutroter Moosklumpen. Falle. Nö. Falle. Ihr könnt mich mal. Tschüss. Ach nee, ich muss da runter. Kann ich ihn? Nö. Sind es zwei. So. Alter! Ich habe keine Lust mit Bogen schützen. Ein Duell auszutragen, während ich auf der Brücke gegen andere Typus kämpfe. Gut, aber das hat jetzt wahrscheinlich mehr Zeit und Leben gekostet, als wenn ich einfach durchlaufen würde. Ja, da oben ist jetzt ein Feuer. Wir sind nicht so weit weg. Also der Weg bis hierher ist jetzt wirklich nicht lang. Rollt wieder hoch. Okay. Das Item hole ich hier.
Also, es ist ein sehr, sehr komischer Ball. Hebel ist kaputt. Hebel! Backgitter? Ja. Der ist sowieso nicht tot. Er lebt zweimal. Wir leben alle zweimal. Das merkt man, wenn die Augen leuchten. Das ist mir jetzt gerade so. Oh, was das? Bär. Okay. Ich mach mir hin. Was ist hier gerade so komische Geräusche gemacht? Ich mach mir hier mal nur kurz ein Sichtfeld ein bisschen frei, um reinzugucken. Trau dem Ganzen hier nicht. Ach, das seid ihr, oder? Jawohl. Alles klar, ich darf ihn nicht kaputt machen. Was? Genau? Hat hier gerade geschossen. Ah. Das. Okay. Wir haben den neuen Ring. Erhöht die Geschick gleich und macht beim Rollen. Erhöht die Geschick leicht. Wir haben jetzt Geschicklichkeit 38. Erhöht die Geschick leicht. Leicht. Und fucking 3 Punkte. Ich muss auf den Boden achten. Alles klar. Habt ihr es gesehen? Passt mal auf. Eine Falle oh Gott. Na komm, steh auf. So, 20 Minuten sind erreicht, das heißt, Break. Wir sehen uns dann später wieder, genau an dieser Stelle. Also Leute, tschüss. Oder morgen besser gesagt. Ciao, bis zum nächsten Mal.